Haben wir hier noch ein bisschen kaputt? Vielleicht finden wir hier noch ein bisschen was. Irgendwie Münzchen oder so. Da will ich jetzt nicht rüber. Gut. Wie viele Versuche haben wir jetzt gebraucht? 3, 4? Ungefähr, ne? Müsste so ungefähr um den Dreh gewesen sein. Well, the kid's gone and struck terror in the hearts of squirts everywhere. Um den Zoom umzuschalten, drücken. Ach so, okay. Aber das Zelt war eben noch nicht da, oder? Ich meine mal nicht. Aber wir gehen jetzt hier erstmal in die Schmiede, weil... Scharfes. Okay, wir haben nicht genug Cash. Na gut. Auto und so. We ain't much for pleasantries. Okay. Kann man da rein? Nee. Ja gut, dann. Hätten wir das auch schon mal fertig. Und dann können wir jetzt hier zum Abendrotpfad. Er müsste sich auf diesem gefährlichen Gang befinden. Sei vorsichtig da oben. The Sundown Path. Lovely place for a stroll. Before the calamity, that is. Couples used to walk the Sundown Path. Kid ain't here for pleasure, though. Ich hab leider gerade nicht irgendwie lesen können, was der Typ gesagt hat. Ich war von diesem Ding da sehr beeindruckt. Dieses Heuteil. Oder wie man das auch mal nennt. Keine Ahnung. Na gut. Kann hier lang? Somebody gets to the core before the kid. Nein. Geht das jetzt hier alles kaputt? Nein, das kommt wieder, okay. Ich gehe schon voll die Panik, ey. Was ist mit der Musik los? Aus irgendeinem Grund muss das ja hier sein, dass man hier zurückkommt. Nein, es hat keinen Grund. Krieg das hin, ohne runterzufallen? Ja, sehr schön. Ich muss mich selbst loben. Für die Kampfmusik, ey. Floor starts giving way under the lightest step. Oh, fuck. The single panic squirt will bring the whole place down. Nee. So could a reckless kid, for that matter. Achso, es hat schon seinen Grund, dass das so hier dann steht. Fragments of the old world rain from the sky. Ups, Entschuldigung, das wollte ich gar nicht machen. Was bringt uns eigentlich die XP? Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Ja.
kid thinks twice about risking his hire for you. Ja, ich bin Geldgeil. Well, the path made exactly what the visitors know. Ich habe eine E-Mail bekommen. Security is on fire. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Quick and careful is the only way to go. Wie komme ich jetzt hier zurück? Hilfe? Ah, okay. See, the path was intended for leisurely strolling and such. Not so much for noise and tomfoolery. Okay, aber das ist schon mal ganz schön, dass wir hier was zum Ausruhen haben. Komm her. Scheiße. Ah, hier ist noch eine Shisha. Eine Wasserpfeife. So, als ob man da nicht lang könnte. Doch, kann man aber, okay. Also, hab mich nur gewundert, weil das so durchsichtig war. Okay, was ist das? Luftbrücke. One of the bridges whips the kid along. Ah, okay. Aber da sehe ich schon was, wo wir rüber können. Nein! Travel always was an iffy proposition. Ah, ich wollte doch gar nicht dahin. Ich möchte gerne darüber. Ach, fuck. Oh, toll! Ja, natürlich. The calamity changed everything. Ich hoffe, wir können nochmal zurück. Even where the wind blows. Wechsel immer die Tasten. Das ist nicht so geil. Oh Mann. Okay, das geht nicht kaputt zu machen. Wer schnoddert denn hier rum? Well, if we mastered the winds in the old days, we can do it again. The question is, what is the question? Who else could have taken the core? Ich finde nicht, dass er so schnell nachlädt jetzt irgendwie. Es ist runtergefallen. Nein, 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 nein. Boah, ein riesen Blutschi. Nicht so geil hier. Scumbag ate it by mistake.
Oh, diese Drecksdinger da draußen, ne? Tough break. Wunderbar. Unlike the kid, that core ain't coming back. Trotzdem würde ich ganz gern wissen, was da drüben auf der einen Plattform war. Was ist das? Handgranate? Find time to find them. Oh. Hätte man da hingehen können? Ich weiß es nicht. Nein, Mann! Das geht mir so tierisch aufs Ei, ne? Etwas Verkohltes. Even gas fellows need some shut eye from time to time. Oh, fuck. Warum komme ich hier nicht hoch? Ich komme hier nicht hoch. Jetzt komme ich hoch. Na! Ach man, warum ist denn die Angriffstaste? Ey, ich könnte so kotzen, ne? Who else could have survived the calamity? So we didn't find the core that time, but that ain't about to stop us. Okay. Heißt das jetzt, dass da keiner war oder dass der auf dieser Dings war? Keine Ahnung. So, jetzt kommen wir hier. Kritische Trefferchance oder spezieller Mechanismus, der verborgene Klingen aus dem Griff. Das hört sich doch cool an. War machetes are so quick, you gotta keep a good grip on them. So, gehen wir jetzt nochmal in das Level. Abendrotfahrt war das, genau. Aber wir können da nicht nochmal rein. Ich krieg zu viel, ey. Mann! That's Trapper Shingle. Only place in the city to go to get certified with a repeater. No place better than Trapper Shingle for learning to tread light and shoot straight. Trappers had to tread real careful here, else take a nasty fall. They train themselves by clearing out the targets while not clearing out the floor. Okay. Ich weiß, dass das hier sehr, sehr schwer ist. Ich hab's, glaube ich, schon verkackt. Any good trapper knows never to take a step till the time is right. Expert Trapper's got something extra. Zweiter Preis. Trotzdem. Das war aber schon mal ganz gut. Etwas Fieses, das hatten wir schon mal. Was ist das? Etwas Schmieriges. Das lesen wir uns mal durch. Etwas Verkohltes hatten wir ja auch noch. Stimmt. Etwas Verkohltes. Ein Aufwertungsmaterial für eine bestimmte Waffe. Ein Bürsteinbrocken. Okay, der durch die Katastrophe zutage gefördert wurde.
extrem hitzebeständig, da er bereits den heißesten Flammen ausgesetzt war. Etwas Schmieriges. Ein Aufwertungsmaterial für eine bestimmte Waffe. Eine Büchse mit Klapperschwanzöl, einem mechanischen Schmiermittel. Aus einer Nebengattung des unterirdischen Schädlings gewonnen. Okay. Aber wir machen das Ganze nochmal. Aber wir wollen ja alle Preise haben. Kid decides to keep working his aim and footwork on the shingle. Okay. Aber das war ja schon mal ganz gut.